vielen Vergleichen für was Besseres halte. Ego, wer hätte das gedacht? Dir wird das Geld einfach weggenommen. Huch, um Gottes Willen, was soll man jetzt machen? Und das ist zwar nicht beliebt, wenn man so redet und das kommt nicht gut an, aber ich sage das lieber ehrlich, so wie es ist, so wie ich das sehe, dass ich mich in vielen Vergleichen für was Besseres halte, aber auch für was Besseres. Also das heißt, ich sehe viele schlechte Menschen da draußen und denke, nee, so will ich nicht sein. Da will ich wirklich, also ich will besser sein, ich will anders sein. Und ich will meine Sachen mit so redlich und so gut wie möglich voranbringen. Natürlich weiß ich, dass ich damit auch Leuten auf die Füße trete. Das mache ich aber nicht, um denen zu schaden. Ich mache das nicht absichtlich. Also gerade ein Unternehmer muss sich diesem Argument immer aussetzen, dass er anderen Leuten, der kriegt dann keinen Urlaub genehmigt und der kriegt zu wenig Gehalt und bla 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 und der überfordert den Mitarbeiter und all solche Dinge. Also das Unternehmen überweist eigentlich alles an den Staat, sowohl die Mehrwertsteuern als auch die Lohnsteuern und so weiter und so fort. Gewerbesteuern und alles, was man sich so einfallen lassen kann. Also das heißt, das muss natürlich das Unternehmen irgendwie tragen. Und jetzt sind sie auf noch eine Idee gekommen und die lässt natürlich Schlimmes vermuten. Jetzt gibt es die Anfrage beim Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, wie können wir denn eine Vermögensabgabe realisieren? Wie würde das gehen? Ist das im Einklang mit den Gesetzen und so weiter? Ja, ist es. Lastenausgleich, es ist im Einklang sozusagen. Oder es ist machbar, man kann es so darstellen, dass es machbar ist. Das heißt, dir wird das Geld einfach weggenommen, so wie sie es damals in Zypern gemacht haben, wo sozusagen die EU Zypern auferlegt hat, ihr zieht jetzt alles, was über 100.000 Euro auf Konten liegt, zieht ihr jetzt ein. Und das fließt dann dem Staatshaushalt zugute. Jetzt stehen sie da und denken, huch, um Gottes Willen, was soll man jetzt machen? Und das Gleiche ist teilweise in der Wirtschaft passiert. Da habe ich eben gerade einen Podcast gegeben, der Regina, für ihren Podcast. Und die richten sich eben so an Manager und an all solche Sachen. Und die hat mir da auch so ein paar Horror-Stories erzählt. Jedenfalls stimmt das ja, dass es zum Beispiel auch in der Hotellerie, Gastronomie und so weiter passiert, dass die Unternehmer die Zeit nicht dafür genutzt haben, um eben auch mal über Innovationen nachzudenken, um überhaupt mal vielleicht darüber nachzudenken, wie man das Geschäftsmodell noch besser machen kann, vielleicht auch mal im Haus, am Haus irgendetwas verändert. Ich meine, wenn es eh leer ist, dann kann es theoretisch auch mal Geld in die Hand nehmen und was machen. So, dafür sind ja Gewinne in den guten Jahren da, um sie dann auch in solchen Zeiten mal investieren zu können, zumal du jetzt viel bessere Konditionen kriegst. Ego, wer hätte das gedacht? Titus Dittmann ist natürlich super toll, nicht? Also das war natürlich auch ein wirklich sehr interessantes Gespräch mit dem Skateboard-Guru in Deutschland. Und der mit seinen über 70 jetzt brennt immer noch wie am ersten Tag. Und ich habe ihn ja dann auch persönlich getroffen. Das ist ja ein Energiebündel. Das ist ja einfach nur unglaublich. Da kann man sich wirklich nur wünschen, dass man genauso aktiv und vital alt wird. Ne? Anselm Grün, auch, ich meine, auch jemand, der nun schon so alt ist. Ich weiß gar nicht, 75. Und hat schon 100 Bücher geschrieben und ist jeden Tag immer noch auf der Bühne unterwegs, der alte Mönch. das ist echt interessant. Ganz toll geworden hier. Ne? Auch hier Philipp mit dem Thema Kohle. Das ist immer noch ein Thema, wo sich so wenige Leute Gedanken drüber machen. Ne? Das ist schon, aber wie gesagt, hier, das ist natürlich auch mit dem Roger Federer, mit der Tennislegende, auch in dem jungen Alter. Das ist natürlich auch eine wirklich interessante Schweizer Erfolgsstory. Ne?